Sie kennen ihn alle. Philipp Amthor fängt an, dann hat Friedrich Merz das Wort. Ich freue mich auf dich, lieber Philipp, und ich freue mich noch mehr auf Friedrich Merz an dieser Stelle. Ja, lieber Michael, ich scherze fast ein bisschen, wenn ich sage, ich gönne es dir, dass du dich mehr auf die Rede von Friedrich Merz freust als auf meine, weil du ein Talent hast, in gebückter Haltung besonders laut schreien. Ein starkes Zeichen. Ich freue mich sehr. Und lieber Friedrich, du merkst, du hast hier ganz besonders viele Fans. Natürlich, da kann ich nur sagen, das hier ist mein Freund Günther, der JU-Landesvorsitzende, der Klartext redet. Dieser Günther ist fast so alt wie ich, U-Mann belastend. Und jetzt freuen wir uns auf deine Rede, lieber Toiletten-Friedrich. Schön, dass du heute bei uns bist. Lieber Philipp Amthor, schreien ist keine Lösung. Solche Menschen, die überwiegend ihre Stimmbänder zum Denken benutzen, früher hätte man diese Leute mit einem gehörigen Todesurteil anständig empfangen, und zwar zu Recht, und zwar zu Recht. Und darum geht's, ob wir das wollen oder nicht. Und Sie können gewiss sein, dann ist es mit dem Lachen vorbei. Wir brauchen mal wieder Ideen, wir brauchen mal wieder Freiheit in diesem Land, etwas zu tun. So, und dann steht der Philipp Amthor hier, der Westen ist gescheitert. Achten Sie da gar nicht drauf, das lohnt sich nicht. Lassen Sie es. Und Philipp Amthor, machen wir uns nichts vor. Sie leben in einer Stadt, egal wo Sie leben. In New York, in Singapur, in Tokio, in Moskau. Interessant, wobei sogar außergewöhnlich. So, das war ein kleiner Ausflug nach Hawaii. Der liebe Gott ist doch ein Schwarzer.